Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Zelda Tears of the Kingdom. Heute geht es um Easter Eggs, die mir aufgefallen sind und die ich mit euch teilen möchte. Und ich würde sagen, wir starten direkt ins Video rein, sind hier auch schon an der ersten richtigen Stelle. Und zwar sind wir hier im Ornidorf und hier bei Tulin gibt es ein richtig, richtig cooles Easter Egg, was wahrscheinlich den wenigsten Leuten aufgefallen ist. Und zwar trägt Tulin an seinem Bogen zwei Federn, eine weiß-schwarze und eine lilane. Und das sind die Federn seiner Eltern. Wir haben hier seinen Vater mit der weiß-schwarzen Feder. Kann man hier gut sehen. Und wir haben hier oben seine Mutter mit der lilanen Feder. Am Arm. Fand ich sehr nice Easter Egg. Wird wahrscheinlich dem wenigsten aufgefallen sein. Aber das zeigt mal wieder, wie durchdacht Nintendo ist. Ab zum nächsten. Für das nächste Easter Egg müsst ihr hier an so einen Kochtopf und ich denke, das ist etwas, was den meisten vielleicht schon selber aufgefallen ist oder schon mal gesehen habt. Wenn ihr hier auf Kochen drückt, dann summt bzw. pfeift Link ein Lied aus den älteren Zelda-Spielen. Wir können es das mal hier gerade anhören. Ich versuche auch, das Ganze ein bisschen lauter zu machen, damit man es auch auf jeden Fall auch hört. Habt ihr gehört? Er hat so ein bisschen gesummt und das ist ein Lied. Ich wusste jetzt nicht welches, aber da gibt es ein paar verschiedene Stücke, die er summen kann. Wir können das Ganze nochmal machen. Vielleicht höre ich es ja. Das war Save Lonlon Eponas Lied. Sehr cooles Easter Egg, wie ich finde. Und ab zum nächsten. Für das nächste Easter Egg müsst ihr in den Thronsaal von Hyrule. Und in diesem Thronsaal seht ihr hier oben Noten. Und diese Noten ergeben Zeldas Wiegenlied. Finde ich ganz cool gemacht, dass hier diese Noten um das Triforce sind. Triforce ist ja hier im Spiel nicht präsent, aber finde ich ganz cool, dass hier das Triforce nochmal sieht und auch das Wiegenlied. Übrigens, wenn ihr hier oben das Video abcheckt, dann wisst ihr, was passiert, wenn er die Fackel und die Fackel anmacht. Und ich sage, ab zum nächsten. Das nächste Easter Egg finde ich extrem cool, weil ich glaube, das weiß niemand, weil das niemand macht, beziehungsweise sich da niemand Gedanken zu macht. Und zwar, hört mal genau hin. Habt ihr gehört? Die Töne sind verschieden, je nachdem, wie dieser Pfosten hier aus der Erde ragt. Und da gibt es schon richtig, richtig verrückte und coole Lieder auf YouTube und auf TikTok, wie hiermit Lieder gemacht werden. Finde ich sehr, sehr verrückt, dass sowas, also solche Kleinigkeiten, also das, ja, mindblown. Der richtig geiles Easter Egg, ab zum nächsten. Wir können hier auch direkt bleiben, weil das nächste dreht sich um die Ultrahand. Und zwar ist die Ultrahand nicht irgendein erfundener Name. Nintendo war ja, bevor sie eine Spielesoftware-Firma wurde, eine normale Gesellschaftsspielfirma. Und in den 1960er Jahren gab es ein Spiel, das hieß Ultrahand. Ich versuche mal hier ein Foto einzublenden. Finde ich ganz cool, dass sie den Namen jetzt einfach mal wieder nach 60 Jahren rausgekramt haben. In Zelda Tears of the Kingdom gibt es vier Hüte, vier Helme von den Divine Beasts aus Breath of the Wild. Und wenn ihr euren Geisterpartner draußen habt, hier zum Beispiel Tulin, und dann die entsprechende Breath of the Wild Titanmaske anzieht, dann schaut mal, dann trägt Tulins Geist das auch. Das könnt ihr mit allen Geistern machen, nicht nur mit Tulin. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Yonobo rausholt und dann die den Feuertitan Rudania-Helm aufsetzt, dann hat auch Yonobo den an. Das finde ich ein sehr cooles Easter Egg. Wusste ich auch nicht. Ich würde das gerne mal mit Ryu ausprobieren. Ich packe die anderen mal weg, weil die stören. Und dann ziehen wir hier den auf. Ja, tatsächlich. Sehr cooles Easter Egg. Wäre mir niemals aufgefallen, weil ich diese Helme einfach nie benutzt habe. Finde ich ganz geil. Sag mal Leute, habt ihr schon mal versucht, in den Gerudo-Untergrund euch nackig auszuziehen?
Ein verdächtiger Voy ohne Kleidung. Schnell, nehmt ihn fest. Ihr werdet einfach in Knast geschmissen, wenn ihr hier nackt rumläuft. Ich hatte mich sowieso am Anfang schon gewundert, als ich das erste Mal in Tears of the Kingdom ins Gerudo-Tor gegangen bin, ob man nicht wieder diese Verkleidung braucht. Aber brauchte man da nicht, man konnte hier einfach rein. Aber man kann hier nicht nackt rumlaufen, auch wenn ich jetzt versuche, hier wieder rauszukommen. Wir können reden, wenn du etwas anhast. Ihr müsst also erst wieder was anziehen, damit ihr hier raus dürft. Finde ich ein sehr cooles Gimmick. Übrigens gilt das nicht nur für Gerudo-Strotz. Wenn ihr allgemein in der Welt nackt rumlauft, dann fragen euch die Leute, ja, wieso ihr nackt durch die Welt lauft. Wenn ihr zum Beispiel mit Pura redet, sag mal, was ist eigentlich mit deiner Kleidung passiert? Du hast eine gewisse Vorbildfunktion, also gib dir etwas Mühe, ja? Ja, finde ich ganz cool. Das sind diese Kleinigkeiten, wieso das Game einfach ein grandioses Game ist. Wenn ihr mehr solche Easter Eggs, solche Secrets sehen wollt, dann lasst gerne ein Like auf dem Video da. Ich würde mich sehr über ein Follow auf dem Kanal freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.